Moin, willkommen zu einer neuen Tutorial-Reihe auf dem YouTube-Kanal hier. Wir wollen in dieser Reihe mit Java und Spring sowie mit wahrscheinlich Android uns ein Backend bauen, was via REST mit unserem Frontend auf Android kommuniziert. Um das Ganze zu tun, gehen wir einfach auf File, legen in IntelliJ, der IDE hier, ein neues Projekt an. Ich habe mich für Gradle als Build Tools entschieden, wähle einfach Java aus. Und im nächsten Schritt müssen wir jetzt nur noch den Namen für unser Projekt vergeben. Das Ganze nenne ich jetzt einfach Backend, soll ja unser Backend werden. So, jetzt muss Gradle erstmal die notwendigen Dateien synchronisieren. Wenn das abgeschlossen ist, erhalten wir die Package-Struktur, wie wir sie von Java-Projekten kennen. Legen uns erstmal ein neues Package an. Ich lege hier von meinem Projekt halt einfach so diesen Package an, wie ich mir das vorstelle. ST steht hier für Spring Tutorial und wir haben eine Package-Struktur, mit der wir arbeiten können am Anfang. Jetzt öffnen wir die Build-Gradle, in der wir die Anpassung nehmen. Ich ändere erstmal die Group-ID um. Ich finde es immer schöner, wenn das alles ein bisschen konsistent genannt ist. Da wir eine Applikation bauen, die erstmal in unserem Windows ganz einfach läuft, fügen wir unter Plugins auch Application noch hinzu, damit wir dem Build-Tool erzählen, das, was wir machen wollen. Jetzt fügen wir Spring hinzu. Dafür gehen wir in unseren Browser, googeln einfach mal nach Spring Boot und Maven, finden hier Spring Boots Data Web als Artefakt, was wir hinzufügen wollen. Auch wenn es jetzt für Maven ist, Gradle und Maven ist da kompatibel, die greifen auf die gleichen Repositories zu. Wir wählen die neueste Version, gehen in den Reitern hier auf Gradle und können uns einfach das Ganze rauskopieren, was hier angezeigt wird. Zurück in unserem Java-Projekt fügen wir das Ganze jetzt unter Dependencies ein, können den Kommentar darüber ganz simpel einfach schnell kurz rauslöschen. Und die IDE sollte uns jetzt unten rechts auch gleich was erzählen von, dass wir Gradle-Updates machen sollten. Hier könnte ich euch empfehlen, macht Auto-Updates. Dann wird jedes Mal, wenn ihr was ändert, automatisch euer Projekt geupdatet. Jetzt legen wir in unserem Package von vorhin einfach eine neue Klasse an, unseren Startpunkt für das Projekt. Ich nenne die einfach ganz unkreativ Backend, packe auch noch wieder als ST davor, damit das ein bisschen konsistent bleibt. Wir fügen hier standardmäßig die Public Static Void Main Methode hinzu, damit wir wissen, wo unser Projekt startet. Und in dieser Methode werden wir jetzt anfangen, schon Spring zu initialisieren. Dazu nehmen wir Spring Application und nutzen die statische Methode Run. Hier geben wir die primäre Quelle ein, woher kommen unsere ganzen Informationen. Das ist jetzt die eigene Klasse, in der wir uns befinden. Da die ja static ist, können wir uns auch selbst referenzieren an der Stelle. Geben die Argumente noch an und damit das Ganze funktioniert, wird die Klasse noch mit der Spring Boot Application Annotation versehen. Wie wir sehen, wenn das Ganze hochfährt, taucht schon ein schönes Spring Logo oben drüber auf. Wir haben schon die ersten Logs. Der Tomcat wird hochgefahren in 1,2 Sekunden. Das ist ziemlich schnell, aber wir haben ja auch noch nichts drin. Wenn wir das Ganze jetzt nutzen würden, dann würde das halt einfach nicht funktionieren. Darum legen wir ein weiteres Package an, das wir jetzt einfach Controller nennen. Da werden die ganzen Endpunkte mit reingepackt. Warum das gleich Controller heißt und nicht Endpunkte, sehen wir gleich. Wenn wir die neue Klasse anlegen, wir werden hier bei dem Klassennamen einfach mal TestController nehmen. Den werden wir für die nächsten Tutorials weglöschen und einfach richtige benutzen. Den versehen wir nämlich jetzt mit der REST-Controller-Annotation, daher auch der Package-Name. Da ein Controller enthält unsere ganzen Endpunkte. Ein Endpunkt ist eine Zugriffsstelle, von der unser Frontend auf das Backend zugreifen kann, beziehungsweise über das Backend Informationen an den Frontend liefern kann. Und wie ihr schon seht, lege ich dazu einfach hier eine neue Methode an. Die wird in diesem Fall einfach einen String zurückgeben, der wird im Browser später angezeigt, wenn wir den Endpunkt aufrufen. In der Form wird das nicht funktionieren, darum müssen wir eine weitere Annotation hinzufügen, Request Mapping. Geben noch den Parameter zur Annotation hinzu von Value. Das ist der Endpunktname, wie er nachher im Browser verwendet wird oder wie halt auch der Client darauf hinzukommt. Hier ist wichtig, dass wir mit einem Schrägstrich, also mit einem Slash beginnen und die Methode angeben, über die die beiden miteinander kommunizieren können, also die HTTP-Methoden, in diesem Fall über GET. Das ist auch schon die ganze Magie, die wir brauchen. Wenn wir das Ganze jetzt hochfahren, sehen wir auch, dass es auf Port 8080 gestartet wird. Das markiere ich einfach mal eben einmal schnell. Und wenn wir in unseren Browser gehen, localhost Port 8080 und den Wert angeben, Hello World oben, was wir als Value gehabt haben, sehen wir den String, den wir eingegeben haben. Das ist jetzt unser erster ganz simpler, einfacher Endpunkt, wie er über Spring definiert wird. Und das ganze Backend werden wir in den nächsten Videos im Detail schneller nochmal ausbauen.